Hallo und wir sind zurück zu den Wiggles, die so langsam aber sicher alle beim Verhungern sind, befürchte ich. Ich hoffe, da kocht bald irgendjemanden. Irgendjemand ist bei euch zwar gerade noch eine zweite Feuerstelle, aber auch okay, die sollte halbwegs schnell gemacht sein. Wie weit weg sind denn jetzt die ganzen Farmen? Da ist die Pilzfarm, also natürlich ein ewiger Weg. Da ist die Raupenfarm. Weiß gar nicht, wo ich die Hamsterfarm habe. Sonst graben wir uns da noch ein bisschen weiter rüber und, beziehungsweise, wisst ihr was, packen wir das Mittelalterbad wieder ein und bauen wir da noch eine Hamsterfarm her oder ähnliches. Die ist da neben dem Lager, da macht sie eigentlich kein... Ah, das ist auch eine Pilzfarm geworden, okay. Pilzfarm. Dann packen wir die hier ein und machen aus der eine Hamsterfarm. Und zugunsten der Hamster werden wir hier für den Moment mal die Grillhamster komplett deaktivieren. Nicht, dass uns die ausgehen. So, und die wollte ich auch einpacken. Wurde auch ignoriert. Die Schmiede haben wir auch noch nicht erfunden. Okay. So, Lager steht wieder, sehr gut. So, Gino, er ist wieder beim Einpennen. Ah, der packt jetzt die Feuerstelle ein. Nessie ist halb am Verhungern. Und die packt die Farm ein, das ist gut, dann können wir die rüber transportieren. So, die Feuerstelle ist... Ah, nein, ist noch nicht eingepackt. So, wenn dann noch gelegentlich nur irgendjemand anfängt zu kochen, dann ist es perfekt. So, dann warten wir das hier noch ab. Da liegt auch noch eine Menge Zeug rum, vor allem Stein. Habe ich eigentlich noch ein zweites Lager? Glaube nicht. Könnten wir uns auch gelegentlich mal anschaffen. So, Farm. Die packen wir bitte aus und zwar ja, hier. Neben der Küche. Wo jetzt im Moment keinen Platz hat, vermutlich wegen den Steinen. Ja, legen wir sie zumindest mal hier ab. Ja, unsere Wiggles haben eindeutig Hunger. Ja, wenn da irgendwer kochen wird, wäre das Problem erledigt. Gut, dann machen wir es so. Nichtsdestotrotz, der Gino, der soll sich jetzt hier die Feuerstelle schnappen. Und dann laufen wir denen mal los. Gibt es da noch was zum Essen? Glaube nicht. Okay, dann Gino. Was macht die Nessie gerade? Die steht eh nur rum und hat Hunger. Ja, dann laufen wir mit den zwei einfach los. Und schauen, ob wir vielleicht was zum Essen finden. Unterwegs. Und der Rest soll einfach kochen. Wenn möglich. Beziehungsweise da mal ein bisschen aufräumen. Dass wir da Platz haben. So. Das noch auf die Seite. Perfekt. Und das laden alles da am Rand ab. Ja, ein Platz zum Kochen hat bei mir normalerweise immer genügt, aber wenn die hier nicht fix zugewiesen sind, hat er irgendwie nicht Platz. Dann
bitte mal das hier auch aufheben, wenn möglich. Jetzt aber, sehr schön. So. Da wird... Oh Moment, wenn er schon gerade hier vorbeiläuft, dann nimm doch bitte gleich ein paar Tränke mit. Die Nessie ist schon gut unterwegs. So, mal schauen, ob wir unterwegs irgendwo Essen finden. Wäre natürlich sehr toll. Bitte sehr wichtig. Da ist eine Menge Stein. Ja, irgendwo werden wir schon ein Fass finden, dass wir aufklopfen können. Da hat man Bier. Steinschleuder, müssen wir uns das mal alles anschauen. Gut, wird sonst gekocht? Ich hoffe mal. Also, wieso wollte ich eigentlich Raupen haben? Fällt mir gerade ein, wenn wir die Raupensuppe eh noch nicht erfunden haben. Keine Ahnung, macht Grillpilz definitiv mehr Sinn. So, da wird was gebaut. Ah ja, Hamster, sehr gut. Okay, ich glaube, das bekommen wir noch hin. Das hat der Gier natürlich ein bisschen Überlast hier mit der Kiepe. Aber dank Reithamster kein Problem. Ja, da geht es jetzt weit nach unten. Na, nicht Stein aufheben. Wie kommen wir denn zu dem Zelt? Ich hoffe, das habe ich überhaupt Platz hier. Eher nicht. Müssen wir da noch einen Gang ausheben. Naja, vorher brauchen wir eh was zum Essen. Heißt, wir müssen dann möglichst schnell die Feuerstelle aufstellen. Hoffen, dass sich das noch ausgeht. 24 ist schon recht knapp. So, die Colette, die Hüter der Ringe. Die Hüterin. Der Sergej ist auch schon halb am Verhungern. Sergej ist sehr hungrig. Ja, ich weiß. So, dann stellen wir hier auf. Ah, das wird gerade aufgebaut. Ja, dann sparen wir uns für den Moment noch die Erfindung, oder? So, ich hoffe, sie zieht sich eine Kochmütze auf. Nicht wirklich. Wer ist denn da zuständig? Im Moment schon wieder keiner, so wie es ausschaut. Dann soll das Sergej kochen gehen. Ist mal egal. Irgendwer muss jetzt kochen. Sonst verhungern uns da alle. Hat irgendwie gerade keiner Dienst, der zugewiesen ist. Kann natürlich auch sein. Sowas. So, die Nessie ist mal da. Die soll schon mal den Pilz hier fällen. Der Gino, der ist unterwegs. Der darf dann die Feuerstelle aufstellen. Zumindest probieren. Falls er da irgendwo Platz hat. Schaut nicht so gut aus. Wenn der Pilz weg ist, auch nicht. Mal ein bisschen aufräumen. So, probieren wir es nochmal. Wo ist er? Der Herr Kollege. Ja, jetzt können wir die Feuerstelle aufstellen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, alles dahin schmeißen, ist ja egal. So, und vielleicht eine kleine Höhle für das Zelt. Dann haben die zwei hier jetzt so einen kleinen Außenposten, zumindest gleich.
Ich habe keine Ahnung, wohin der Sergej gerade am Weg ist. Aber irgendwie in die komplett falsche Richtung. Kann bitte irgendjemand kochen? Stelle ich noch die Feuerstelle auf. Falls sie noch irgendwo Platz hat. Ist mir auch egal. Hauptsache es kocht irgendjemand. Sehe mich die eh schon wieder oben hinstellen. So. Dann kocht's euch was. Sobald möglich. Weise ich den ja gleich zu. Und was kochen wir? Ich würde sagen Grillpilze. Zwar eher Lust auf Schlafen, allerdings wäre ich mehr für Kochen. Er hat beschlossen, er schläft lieber. Okay. Zumindest mal ein paar Tränke ablegen. Mag er vielleicht graben und lieber die Nessie kochen? Wie schaut's aus? Na? Keine Lust. Beschäftigt sich lieber irgendwie anderweitig, okay. Na gut, dann schauen wir, wie es drüben läuft, ob da jetzt wenigstens irgendjemand am Kochen ist. So, falsche Einrichtung. Da können wir jetzt auch endlich aktivieren. Dann nehmen wir derweil Hamster. Nein, nehmen wir lieber Pilze, ist gleich einfacher. Wenn wir schon hier Grillpilz bestellt haben. Gerade irgendwie ein bisschen anstrengend, dass die nicht kochen wollen. Ja, vielleicht muss hier die Stimmung noch so weit steigen, dass sie Lust hat zum Kochen. Kann natürlich auch sein. Na? Nix? Okay. Irgendwie schaffe ich es hier nicht, auf den Wiggle zu fokussieren, wenn ich ihn nicht mehr doppelklicken kann. Da geht das Runterscrollen wieder los, auch relativ lästig. So, wohin läuft jetzt irgendwie... Geht es der Timotheus drüben bei der Feuerstelle kochen, oder wie? Macht Grillpilz bei Feuerstelle. Also so ganz durchschaut habe ich im Moment nicht, warum keiner bei der Mittelalterküche kochen will. Habe ich da irgendetwas falsch verstanden? Offensichtlich. Es schaut fast so aus. So, Gabi, dann koch du was. Sergej hat Freizeit. Okay, der war zugewiesen zur Mittelalterküche, hat aber Freizeit. Cora. So, der Kalistus verhungert auch fast, hat auch miese Stimmung. Natürlich. Nessie mag auch nicht kochen. Der Gino liegt da irgendwo in der Ecke und pennt.
soll er frisch das Zelt sich aufstellen. Karte, okay, die habe ich gar nicht gesehen. Aber eigentlich hätte ich lieber gern das Zelt gehabt. Naja, hoffen wir mal, dass hier irgendjemand eintrifft zum Kochen, bevor uns die verhungern. Der Bo bringt einen Hamster. Also irgendwie, irgendwas passt gerade mit der... Also entweder ist irgendwer noch zugewiesen, von dem ich nichts weiß. Aber irgendwie beliefern die gerade die Außenstelle, anstatt dass sie da oben was machen, was echt ärgerlich ist. Aber außer die Nessie, das Siezel hat auch Hunger. Irgendwie passt es gerade überhaupt nicht. Na ja, wird spannend. Mal schauen, ob sich das alles wieder hinbekommen lässt. Jetzt wird er wenigstens hoffentlich gleich mal gekocht. So, jetzt gibt es ein Zelt zum Schlafen, ist auch schon mal was wert. Aha. Transportiert Hamster, wohin auch immer. Haben wir keine Hamster mehr herüben. Nichts mehr in der Hamsterfarm, okay. Ah, für die genau, ich habe da eine Hamsterfarm geordert. Deswegen. Aber Siezel kocht jetzt wenigstens endlich. Das ist auch schon viel wert. Naja. Was ihr hoffentlich noch hinbekommen. Hauptsache, hier wird irgendwann bitte gekocht. Also die Stimmung wäre jetzt entsprechend. Meiner Meinung nach. Ja, aber da kommt der Timotheus und kocht was vor Ort. Super nett. Das ist ja ein Service. Dann können wir uns hier hoffentlich irgendwann durchschlagen. Na, das ist ja mal nett. Bestens. Naja, wenn sie dann alle was gegessen haben... Da wird jetzt auch gekocht, oder? Nein, es wird gegessen. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es wieder halbwegs im Griff. Nur Siezel hat noch nichts gegessen. Dann bitte gönn dir da den Grillpilz. Wo ist der Edwin? Der geht zur Feuerstelle nach oben und macht den Grillpilz oder nach unten, wohin auch immer. Kommen die jetzt alle darüber kochen, oder wie sehe ich das? Nein! Hat der sich jetzt... Na super. Hat eh quasi keinen Hunger. Kommt da runter kochen und haut sich den Grillpilz rein. Na lustig. Da kommt die nächste Dame einen Hamster holen. Ihr habt ja eine Logik. Bitte, bitte, bitte kocht ihr einfach was. Geht das irgendwie? Wir haben schon wieder Nachwuchs bekommen. So, dann werden wir da mal die Freizeit umstellen. Alle zur Feuerstelle zugewiesen und keiner will was kochen. Ich glaube, ich habe irgendwas übersehen. Aber was? Grillpilz sollte ja möglich sein. Steht auch darum.
Okay, ja, dann müssen wir hoffen, dass wir irgendwo was zum Essen finden. Dann bitte, würde ich sagen, machen wir es so, dass wir es da durchgraben, wenn ihr schon nicht kochen wollt. Na, wenn das so weitergeht, die wird da einfach sterben, weil sie keine Lust hat, sich da eine Grillpilz zu machen. Mal schauen, ob da schon, jawohl, da liegt schon ein, legt schon was Passendes noch drunter. Oder täuscht das? Ja, da ist definitiv ein Pilzhut, wenn auch nicht anklickbar, so wie es ausschaut. Da ist ein Fass in der Hoffnung, dass da was zum Essen drin ist. Schatztonne. Sonst hat man einen VUCA, aber die zwei sollten den schon erledigen. Oder sind zwei VUCA. Ja, soll trotzdem hinhauen. Und haben wir da was zum Essen? Nein, ein Buch. Nehmen wir trotzdem mit. So, der nächste Wucher, auch der ist kein Problem. So, dann laufen wir einfach mal weiter. Schauen wir, ob wir da irgendwas zum Essen finden. Ich hoffe. Moment, und du? Du gehst jetzt zurück. Nicht alle. Wobei. Schick mir die Nessie lieber auch zurück. Die sollen mal deinen Pilz da abklopfen. Vielleicht geht doch noch irgendjemand kochen. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ja, sonst muss die Nessie zurück. Bevor die es schafft, da zu verhungern, schicke ich sie lieber zurück. Ja, Rettungsring. So, schauen wir mal, finden wir da was zum Essen. Kleiner Heiltrank. So ziemlich genau das, was wir jetzt nicht brauchen. Wir haben den ganzen Rucksack schon voll Heiltränken. Was haben wir hier? Eine Keule. Sonst nichts. Sonst nichts. Gut. Schlecht, besser gesagt. So, wenn ich da jetzt das mitnehme sogar, habt ihr dann Lust, was zu kochen? Wäre echt super. Ich lege sogar dich davor hin. Oder wir schmeißen es irgendwo in die Gegend. Geht natürlich auch. So, noch vier. Okay. Schaut es aus, wenn die eigentlich einen Heiltrank trinkt, geht das auch auf die Nahrung? Nicht wirklich. Okay. Oh, da kommt jemand kochen. Da kommt jemand kochen. Und wehe, wehe, wehe. Der futtert sich das, der futtert das auch gleich weg. So. Edwin, ich sag's dir. Wehe dir. Das müssen wir jetzt genau beobachten. Wird nämlich schon langsam sehr knapp. So, jetzt weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. So, gerade noch. Gerade noch was gefunden zum Essen. Super, jetzt haben wir hier zwei Köche und zwei Wiggles, die uns langsam verhungern. Ja, ich würde sagen, den geben wir jetzt mal ordentlich Freizeit, den zwei. Die sollen sich mal ein bisschen erholen, ein bisschen was essen.
Da wird eh weiter gekocht. Der hat sogar einen Grillpilz dabei. Ja, dann. Bitteschön. Gehen wir den noch glatt her. So, wer hat mehr Hunger? 34, 20, ja, dann ist das keine Frage. Aber schaut, da liegt schon ein bisschen mehr. Und bevor es noch jemand weg isst, schnappst dir. Na gut, bisschen eine seltsame Folge gewesen, aber okay. Warum nicht? Werden wir schon alles da regeln. Was haben wir hier eigentlich? Freund-Feind-Erkennung. Die Frage ist, das für Kämpfen? Ja, lesen wir es, warum nicht? Die ganzen Bücher müssen wir auch irgendwann mal lesen. Plus 2 in Schusswaffen. Ah, sie hat eh eine Steinfeile, dann passt das gut. So, die zwei schlafen mal eine Runde. So, da sind wir auch ein bisschen überbelegt. So, die Karte könnte man auch mal anschauen. Ah, an die erinnere ich mich noch, die können wir in dem Fall liegen lassen. Na gut, jetzt hat sich das alles ein bisschen verteilt. Naja, jetzt machen wir auf jeden Fall eine Pause. Ich überlege mir bis zur nächsten Folge, wie ich hier weitermache, ein bisschen das Chaos auflösen. Da gäbe es mittlerweile wenigstens genug zum Essen. Allerdings mit den Hamstern schaut es ein bisschen schlecht aus. Da sind wir nicht gerade gut aufgestellt und ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Platz, um alles Mögliche zu bauen. Ja, so, jetzt aber. Wünsche ich, aha, das geht hier nicht, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.